damit hallo beim Video. So, upsa, da steht's ja schon. Hui. Hier sind wir. Na, wo? Nicht beim Kammertheater. Das ist nicht die Frage. Wo sind wir? Die Antwort kommt wie immer. Ups, wo ist der Anlauf? Kommt wie immer am Ende vom Video. Jetzt erstmal gute Unterhaltung beim Suchen der Treppenstufen. Noch eine. Und alle mit der gleichen Stellung. Und alle stehen so vor dem Spiegel. Hä? Ich bin so breit. Ja. Ah, das ist das neue Bosch-Gebäude. Die Schuhkartons da. Das sieht so scheiße aus. Architekten. Oh Gott. Bitte? Da standen Mädels auf der Brücke, da muss man hupen. Ach so, ja. Mann, Mann. Ach, macht er das schön, das mache ich jetzt nicht nach. Nein, nein, ich verkneif's mir. Oh Gott. Ja, das ist ja auch ganz nett. Jetzt können wir uns dieses ein sehr interessant gestaltete Gebäude mal anschauen. Das ist hier bestimmt eine ganz tolle Attraktion. Das neue Bosch-Gebäude. Das ist irgendwie so ein Entwicklungszentrum, wo sie verschiedene Richtungen ihrer Forschungsdingsenbersen vereint haben. Ja. Leck mich fett hin. So, noch eine kleine Reparatur an dem Kontaktstecker der Kupplung. Dann können wir jetzt wieder weiterfahren. Die Typen der Technik hatten da einen kleinen Streich gespielt an der Suzuki. Links. Vorne. Voll das Blatt an die Optik. Ja, mit Jethelm wäre das voll ins Auge gegangen. Irgendwie komisch. Ständig habe ich hier so den Eindruck, ich war hier schon mal. Es ist egal, wo ich hinkomme. Ich war hier doch schon mal. Hier war ich aber schon mal. Aber war ich hier schon mal? Ich war hier bestimmt nicht schon mal. Aber trotzdem sieht es hier so ein bisschen aus wie beim MV Agusta Händler. Aber es kann eigentlich gar nicht sein. Oder? Oder doch? Hä? Ja doch. Also da vorne ist der Edeka und der Lidl. Und ich meine, wenn man da jetzt links reinfährt, kommt man dorthin. Ja, doch. Ja, logisch. Natürlich. Tja.
Ja, genau, das ist der MV Augusta, Kreisverkehr da vorne. Ich glaube, es gibt schlecht Wetter, es donnert schon. Haha, der eine blinkt rechts, der andere links, ganz geil. Und wir sind jetzt hier und heute beim Haus der Geschichte. Das Landesbad Württemberg oder so irgendwie was. Genau.